Wenn ich weit gucken kann, dann geht es. Hier sieht's mal kacke aus. Hier mache ich's dicht. So. Dann machen wir hier den Gang ein bisschen breiter. Und da ist schon wieder Eisen in der Wand. Sowieso mache ich hier. Gut, dass ich die Steine hier weggekloppt habe. Und da haben wir jetzt wieder das Eisen aus der Wand geholt. Oh, hier ist Ende, oder? Jo, hier ist nichts mehr. Ah, sind wir am Ende angelangt. Dann müssen wir wohl die andere Hülle weiter. Jo. Und zurücksprinten. Nein, die 2 kommt auch noch weg. Schon sieht's besser aus hier. Ich glaube, ich fülle hier mal das Loch auf. Auch wenn ich hier wieder Cobblestones verbrate. Aber es soll ja schön aussehen. Das kann ich einfach... Ah, verfluchte Axt! Was ist hier los? Du kannst mich mal. Back to game. Boah, scheiß Computer. Kein Wunder, dass der ruckelt jetzt. Oh. Ich sehe hier was, was nicht hingehört. Ich höre ein Skelett. Nicht schon wieder. Ich erschrecke mich doch immer so. Vor den dürren Dingern. Ach ja, da ist ja noch dunkel. Aber wir gehen ja hier lang. Und hier ist ja noch einiges ziemlich undurchsichtig. Deswegen reiße ich hier mal großzügig die Wände raus. Ich hoffe, dass die Höhle nicht einstürzt. Hahaha. Sag mal so, das finde ich auch in Minecraft irgendwo lustig. Du kannst selbst unmögliche Sachen bauen. Schwebendes Plateau oder so. Ohne weiteres. Sieht auch dann meistens sehr lustig aus. Gut, das Skelett ist, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Hoffe ich jetzt mal. Ach ja, die Cobblestones könnte ich jetzt auch mal einsammeln. Ah, dann wird mein Inventar mal voll. Dann dürfte ich bald mal genug von der Scheiße haben. Nicht jetzt vom Spiel, sondern von den Cobblestones. Versteht schon, was ich meine, oder? Und ich kann mir endlich dieses Gold holen. Und es geht... Oh, eine Goldader. Hier schwimmt irgendwo. Hier kommt noch her. Soll ich jetzt nachgucken, wer hier rumschwimmt? Nee, lass ich bleiben. Mache ich hier nochmal frei. Und da ist... Oh, ich habe noch die Eisenspitze. Ist ja Wurst, geht schneller.
Irgendwie kommt das Schwimmen näher. Es beunruhigt leicht. Sind wir in etwa zu laut? Da muss ich ja direkt leise reden. Damit wir kein Aufsehen erregen. Gut, aber ich rede lieber normal laut, bevor mich kein Mensch hier versteht. Gut, ich verstehe mich meistens selber nicht, aber... Warum war ich ein Dünnschiss, ich ab und zu laber? Vor allem, ich habe immer so wenig Themen. Ihr könnt mir auch ruhig Themen schicken, über die ich reden könnte. Ist ja alles kein Thema, hahaha. Immer diese lausigen Wortspiele, oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Okay, jetzt haben wir hier mal Übersicht. Übersicht. Gehen wir mal hier runter. Machen hier die dunkle Höhle auf. Klatschen hier die Fackel an die Wand. Oh, da ist Lava. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Wer kennt den Scheiß? Einfach zu viele Serien und so ein Käse. So Family Guy und so. Da rührt auch der Spruch her. Ey, da liegt was Süßes. Ey, da liegt was Süßes. Ja, Arschloch. Verpiss dich. Kannst mich mal. Wo bist du? Ja, genau. Du. Arschloch, komm, spür die Klinge. Ja, genau. Erwisch mich, ich will nicht. Gewisser Tod. Aha. Da ist ein dunkles Eck da auch. Lass mal ausleuchten. Da sind meine Fackeln weg. Dann machen wir uns Diggis. Machen uns aus den Stiggies Fackeln. 64 Stück dürfen mal wieder fürs erste reichen. Und ich hau hier ein Schnitzel zwischen die Kiemen. Und glaube ich noch ein Schnitzel. Zack. Okay, dann haben wir heute wieder mal ein Skelett erlebt, wie immer. Wenn wir hier unterwegs sind, dann sehen wir immer ein Skelett. Sonst ist der Höhlengang direkt irgendwie langweilig, oder? Wenn ihr nicht seht, wie ich mich wieder vor einem Skelett erschrecke. Aber das tue ich ja gern für euch. Mich erschrecken. Wenn ich nicht mal die Maus verreißen würde, wie ein Blöder. Ich könnte hier mal eine Fackel setzen. Hier wird es ziemlich dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. Hey, da ist noch mehr Eisen. Wie habe ich das übersehen? Ich übersehe immer so viel. Nicht, dass ich hier meinen Rückweg wegbaue. Das wäre aber blöde. Ich habe heute irgendwie wieder voll den Forscherdrang, weil ich hier wieder in die dunkle Höhle will. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt diese Höhle komplett erkunden können. Oder ob die einfach so riesig ist. Ich mache jetzt ein bisschen breiter. Gut, dass ich hier schon wieder verkehrt hier raushämmer. Aber spätestens, wenn das Inventar voll ist, muss ich hier raus. Das ist irgendwo doof, finde ich. So ein Rucksack, dass man das Inventar vergrößern kann, wäre cool. Ach, er hier ist rumgeschwommen. Ist ja toll. Der ist hier hochgeschwommen. Na gut, wenn er meint.
Und ich wäre ein Zombie. Ist ja cool. Ach, und hier geht's weiter. Naja, gut, dann machen wir hier mal fürs Erste. Naja, ich hau mir einen Stein mit einem Stein. Eine Fackel, bitte. Danke. Und hier geht's weiter. Jetzt sichere ich mir hier erstmal den Weg ab wieder. Okay, du kommst auch noch hier hin. Jetzt können wir mal zum Beispiel das Eisen hier rausholen. Oh, mir ist der Fuß eingeschlafen. Oh, das kribbelt immer so schön. Oh, das ist mein blödes Gefühl, das Kribbeln im Bein. Oh. Und natürlich Kohle. Oh, kribbelt der Fuß. Oh, ist ja ekelhaft. Wie, dass er nicht zu mir gehört. Aber egal. Oh. Habe ich jetzt oh, eine Höhle aufgetan? Wird natürlich gleich erkundet. Heute haben wir den Forschungsdrang hoch 10. Ach komm, nicht schon wieder. Jetzt lasse ich die Nachricht stehen. Ah. Bis zum bitteren Ende. Juhu, die Hülle hat sich rentiert. Aber trotzdem wird die jetzt erstmal fett begradigt. Dass ich hier nicht jedes Mal rüberlaufe. Um zu gucken. Ja, was ist denn da drüben? Habe ich da schon durchgeguckt? Sondern macht die jetzt komplette weg. Was ich gleich hinter sehe. Ach, hier ist Ende der Fahnenstange. Komm, das Eck wird auch noch weg. Das Eck kommt auch noch weg. Wird auch noch weg. Deutsch du gelernt bei Jota du hast. Ah. Hier höre ich schon wieder ein Skelett. Und ein Zombie, cool. Es ist noch ein bisschen dunkel und ich sehe Kohle. Nee, Redstone. Redstone. Komm. Machen wir auch mal ein bisschen was. Oh, das dauert immer so ewig, den aus der Wand zu kloppen. Da ist noch mehr Redstone. Ich habe ja noch ewig viel Inventarplatz. Aber hier gehen Spickzacken aus. Oh, jetzt reicht's aber mit dem Redstone. Verballere ich eh nicht alles. Ich weiß es, ich brauche so selten Redstone. Ich mache schon gern solche Schaltungen, aber echt ab und zu. Zu krass und so viel von Redstone brauchst du dann auch nicht und zumindest nicht diese Unmengen. Ist hier was Interessantes drin? Ich will nicht in die Lava fallen. Vorsichtig hier rüber und weg hier. Ich will nicht verbrutzeln. Brutzel. Okay, was sind wir denn hergekommen? Ich glaube, ich muss hier hoch, oder?